Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. The Lost Levels bei der Super Mario All-Stars Version auf dem Super Nintendo. So. Ja, heute am 16.06. Morgen mein Bruder Geburtstag. Oh mein Gott. Und es ist fast Wochenende. Ist das nicht toll? So, weiter geht's. Welt 8.4. Waren wir stehen geblieben im Schaschaschalos. Kann man den Fernseher ein bisschen leiser machen. Na, zack. Müsste das eigentlich funktionieren. Achso, ich wollte eigentlich noch das Spiel eine Idee leiser drehen, weil es mir bei der letzten Aufnahme aufgefallen ist, dass es doch ein bisschen laut war teilweise. Okay, los geht's. Oh, Störung dran gewöhnen. Ah, es geht so weiter, wie es aufgehört hat. Moment, habe ich hier nicht irgendwie so ein halbes Speedrun teilweise? Nee, das war davor die Aufnahme, scheiße. Ja, die ist nicht, also das hier ist nicht ohne das Schlösslein. Mal gucken, wie weit wir heute kommen, ob wir das Schloss überhaupt schaffen, mal die Nase kratzen. Naja, okay, Moment, da müssen wir Anlauf nehmen. Wie hab ich denn nochmal gemacht? Scheiße. Moment. Okay, warte. Wie hab ich denn nochmal gemacht? So ein Scheiß. So irgendwie? Und dann einmal... Ja, lustig. Und der zweite. Jetzt kann ich einmal... Okay, hat funktioniert irgendwie. Okay, gut. Ich glaube, wir müssen da in dieses untere Röhrchen rein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Fähnlein, Fiesel, Schweif. Okay. Ja, sehr gut. Und... Ich habe gerade Röstis gegessen, war lecker. Mehr nicht. Also sehr bescheiden ist. Noch Röstis mit Apfelmus. Man muss ja schon ehrlich sein. Ne? Ich hatte ja immerhin noch eine kleine... Huia! Beilage, wenn man es so nennen kann. Oder was, etwas, was ich dazu gegessen habe. Apfelmus ist lecker. Okay, hier kommt die Wasserscheiße. Das hat doch wieder ein bisschen lauter gemacht. Lauf! Ja, okay, das war gediegen. Jetzt kommt die eine Stelle, genau wo ich nach links fallen muss, glaube ich, ne? Ah, Gedächtnis wie ein Elefant. Und nicht nur das. Ja, komm, erscheine. Der erscheint doch gleich. Ja, danke schön. Pein! Ah, oh, scheiß Schwerkraft. Echt, ey. Ah, da muss man so schnell sein, ne? Das ist unglaublich. Ja, gut, komm. Machen wir es nochmal. Ja, gut. Man muss bedenken, ich bin mittlerweile schon im 8. Schloss, ne? Also, ich sag mal, bei Super Mario Bros. Wäre das Spiel jetzt gleich zu Ende. Hier hingegen? Nein. Oh, ich krieg zu viel. Ja, ich pfeife schon aus dem letzten Loch hier. Ja, jetzt am Wochenende kommt Krawattennadel vorbei, habe ich ja gerade schon gesagt, weiß ich gar nicht. Wird wieder sehr gediegen. Gucken wir wieder 400 Milliarden Filme und, spiel ein bisschen Playstation. Wir haben vor, Dragonheart zu spielen für die Playstation 1. Ist ein ganz lustiges Spiel. So ein kleines Spiel, kurzes Spiel. Da, es war so klar. Ey, fick dich, Alter. Ja, continue. Das ist der Vorteil an den Schlössern, da gibt es keine Zwischenspeicher. Das heißt, es ist egal, ob ich Game Over gehe oder nicht. Die ganze Zeit so einen leichten Hustenreiz, das gefällt mir nicht so gut. Liegt's vielleicht am Apfelmus? Wer weiß. Alpiner Eis. Ah! Ich wäre sowieso an der Pflanze verreckt, von daher ist es halb so wild. Naja, gut. Da wollte ich zu schnell machen. Komm, Baby. Ich muss ja doch mal. Ne? Jetzt müssen wir ein bisschen weiterkommen. War ich schon beim Bowser? Ich glaube nicht, ne? Lächerlich. So. Hui, ja. Ich muss ja erstmal den Weg finden, den richtigen. Also der Anfang geht ja schon mal, aber ich weiß nicht, wie lange das Level noch geht. Ich habe jetzt auch extra nicht informiert, wie viele Level jetzt hier noch kommen. Scheiße, okay. Ah! Oh, okay, erste Höhle wäre schon mal überstanden. So, das ist ja relativ easy pupisi. Ja. Okay, wir müssen von unten rum, ne? Kommt wieder ein lustiges Tintenfischlein. Uiuiui, ich hab die Feuersäule vergessen. Ja, guck mal. So, das ist eine Kackstelle. Ich mag die nicht. Ich krieg das irgendwie nicht so gut hin hier mit dem Runterspringen und so. Ja! In your face, biatch! Okay. Wo muss ich jetzt lang? Hier kommen Hammerbrüder, ne? War das so? Gib mir einen fucking Pilz. Ich will einen Pilz. Nicht den. Okay. Yes, ne? Boah, geh mir auf den Sack, Junge. Pain! Pain in the ass! Ah, so eine Kacke. Und wieder voll Anfang an. Deswegen die NES-Version, echt, ey, die will ich nicht spielen. Ich bin froh, dass ich Super Mario All-Stars hab, ne? Da habe ich wenigstens einen Weg gefunden, mich da dran vorbeizumogeln. So.
Ist ja alles trotzdem eine originalgetreu schön über den Super Nintendo. Huia! Also, ich hab's jetzt anfangs eigentlich erwähnt, das ist eine Compilation von den ganzen Mario-Spielen. Habt ihr wahrscheinlich schon mittlerweile selbst begriffen. Die Super Mario All-Stars. Finde ich eigentlich jetzt geil. Das war eigentlich so, vielleicht, möglicherweise, der Beginn von Remakes und so. Ja, wobei, nee, es ist falsch. Ich glaube für NES, beziehungsweise SNES, gab's wahrscheinlich auch schon irgendwie Remakes von Asteroids oder Space Invaders und so ein Kram. Von daher. Ah, komm. Rinne da! Danke, Sam. Oh, okay. Die Hitzone war noch nicht da. Das ist gut. Also die, da kann ich einfach mal konsequent ignorieren, so wie ich es immer so gerne mache auch. So, einfach weg hier, weg. Einmal hier runter. Oh, okay, war falsch. Gut. Pff. Meinetwegen. Da hinten war, ist so schön die Bowser-Statue. Okay, ja. Ist okay, komm weg. Mhm. Kommst du einmal bitte? Kommst du einmal bitte ran? Ja, komm. Noch ein bitte. Ja. Ah, danke schön, okay. Jetzt hau ab. Verschniesel dich. Ja! Wie fies, oder? Jetzt mal ohne Scheiß, wo soll ich das denn riechen? Oh, Mann. Nur weil so ein Cut-Block ist, ey. Hui. Und Jump! Ja, ich gucke ja immer noch momentan so ein bisschen Wrestling immer so zwischendurch. Momentan im Jahre 97 nach WrestleMania im März. Sehr coole Zeit auf jeden Fall. Also da wird das so langsam so richtig spannend, so mit Attitude-Ära und so, ne? Ist wahrscheinlich den Leuten kein Begriff, die keine Wrestling-Fans sind, aber ist mir egal. Okay, so. Aber Vader ist ja momentan noch am Start. So, damals habe ich ja so ziemlich genau damit angefangen, als auch WWF Warzone rauskam. Der Großteil der Wrestler, die es da bei Warzone gab, ist auf jeden Fall schon vertreten. Einzig Vader, tatsächlich. Ist der Einzige, der jetzt noch nicht so wirklich dabei war. Was mich wundert, das heißt, er ist wahrscheinlich bald weg vom Fenster. Ich glaube, Attitude ist, glaube ich, auch von 97. Vielleicht irre ich mich da auch. Ja, komm, lass mich bloß in Ruhe, ey. Der muss doch auch irgendeine Bewandtnis haben, der Arsch da oben, oder? Hey! Bin wieder im Wasser, okay. Ist das gut oder ist das schlecht? Sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus zu der letzten Kacke. Ich habe so kein Bewölf gehört, das ist genau der gleiche Kack. Okay, gut. Muss ich so einen Kacksprung machen? Es war so klar. Okay, ich habe noch 260 irgendwas Sekunden Zeit. Und das habe ich ja mittlerweile raus. Das freut mich. Okay, ich muss auf jeden Fall diesen fliegenden Koopa, und zwar genau nicht dich, sondern den hier, den muss ich irgendwie überzeugen, für mich zu arbeiten. Ich bin so dumm. Guck mal, da kann ich doch... Ja, komm. Natürlich machen wir weiter. Ich höre nicht auf, bevor ich nicht irgendwas geschafft habe hier. Wie ist die Welt? Ach, komm. Spiel, das kannst du mir ja wohl wenigstens gönnen, oder? Ja, sonst privates Zocker technisch. Ja, Geometry Wars ist immer noch kacke. Habe ich kein Stück weiter gespielt seit dem letzten Mal. Kein Bock drauf. Es ist einfach, weiß nicht, irgendwo zufriedenstellender, wenn man bei... Wenn man einfach mal in die Lava springt, weil da ist es nämlich schön warm. Nein, wenn man einfach mal bei Warriors zum Beispiel, da bin ich jetzt nicht mehr ganz so weit entfernt von der Platin. Tatsächlich nicht. Uia. Wenn man da einfach mal auch was schafft. Bei Geometry Wars, wäre einfach nur Abfuck, immer wieder das gleiche machen, bis ich dann die Zahl habe, die ich brauche. 1 Million. Und ich habe jetzt knapp 400.000. Schön. Und ich kriege da pro Stunde so, ich sag mal, weiß ich, 50.000 oder was, wenn es gut läuft. Das kann man sich ja hochrechnen, wie viel ich da noch brauche. Deswegen habe ich da auch nicht so ganz so viel Bock drauf. Ist vielleicht nachvollziehbar. Aber gut, ich werde das irgendwann mal so langfristig werde ich das tun. Ich weiß noch gar nicht, was ich danach spielen soll. Also, wie gesagt, die beiden habe ich jetzt eigentlich schon so gut wie auf Palatin. Palladium. So, komm, rein da. Da muss man gucken, wahrscheinlich irgendwann wieder für die PlayStation 4. Denke ich mal. Habe ich Böcke drauf. So, komm. Wir brauchen jetzt gerade auf jeden Fall die... Nein, warum gehe ich schon wieder da rein? Oh, ich bin so... Oh. Dennis, ey. Ja, oben bringt doch nichts. Mensch. Warum kommt eigentlich eine Pflanze da raus aus dem einen Röhrchen, wo ich durchkam? Kann ich da vielleicht einfach wieder zurück? Das wäre natürlich auch... Das wäre auch fies genug für das Spiel. Nehme ich überhaupt auf? Stimme ist da, gut. Ich musste gerade ein Sätze ticken. Tut mir leid. Okay, Moment, ich mache wieder den geilen Sprung. Hui!
Prost, ne? Scheiße. Komm her. Hui! Okay, ja. Zack, die Zug. Uiuiuiuiuiuiui. Ja, ist schon knapp, du. Okay, das habe ich jetzt mittlerweile raus. Boah, nervt mich das, ey. Komm, ich will mal wieder was Helles sehen. Einfach mal eine schön grasbewachsene Welt mit von mir aus auch Hammerbrüdern. Ist mir jetzt auch egal. Hauptsache, ich habe hier irgendwas vorzuweisen. So, okay. Hui, ja. Geschafft. So, zack. Ja, ich bin mir sicher, ich glaube, das habe ich auch schon erwähnt bei der letzten Aufnahme. Ich habe hier einen Spielstand gehabt, das ist dann ein kartenspeicherndes Spiel. Also, das ist nicht der. Ai! Ich hasse dich. Mann, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Dass sich halt der Spielstand auf der Karte speichern lässt, den ich auch die ganze Zeit immer lade. Und da war halt eine Welt D4. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, wenn wir das hier geschafft haben, dann haben wir das Spiel immerhin schon mal zu zwei Drittel durch. Das ist ja schon mal was, nicht wahr? Problem ist nur, glaub nicht, dass ich jetzt nur noch die Hälfte an Parts, die ich jetzt verbraucht habe, nachdem ich dieses Level geschafft habe, brauchen werde, um das Spiel durchzuspielen. Verfluchte Scheiße. Weil die Level werden natürlich schwieriger, ne? Das heißt, das hier wird jetzt erstmal das bisherige Rekordprojekt, was Parts angeht, auf jeden Fall. Da bin ich mir absolut sicher. Komm her, komm jetzt. Danke. Piau! Piau! Oh, ich hab gespuckt. So, okay. Und. Haja! Hast du rein? Es gibt diese Unterwasserstrecke geht mir doch ein bisschen auf den Sack. Doch, muss ich jetzt gerade sagen, weil das dauert immer so lange. Das sind bestimmt 34 Sekunden, die ich hier verbringe. Keine Ahnung. Hat mal jemand gezählt? Das war doch weniger. Naja, gut. Also nicht da oben die Sekunden, sondern reale. Trotzdem, diese, auch die 15 Sekunden kann ich mir sparen. Ja. Oh, okay. Ich habe fast den Arsch gebissen, der Arsch. Okay. Ja, kann ich nicht ohne. Oh, guck mal, wie Flatsche raus, Piranha. Ja, gut, komm. Barzel. Okay, nicht reingehen, Dennis. Nicht reingehen, ne? Versucht er irgendwie hochzukommen? Will ich das überhaupt? Ich glaube nicht, oder? So. Machen wir einmal hier rüber. So, und dann. Ich raff's nicht. Tut mir leid. Ich bin da gerade irgendwie zu doof für. Was muss ich hier tun? Was? Da gibt's doch irgendwo einen Geheimweg, den ich noch nicht gesehen habe, offensichtlich. Okay, in die Lava muss man nicht springen. Da ist er übrigens nicht. Wie diese scheiß Qualle auch tierisch auf den Keks, weil ich kann mich da nicht in Ruhe gucken. Weil die nervt. Ja, auch sonst zu leicht, Dennis. Ja, komm. Ups. Kai! Ah, war ich zu langsam. Da war ich zu langsam. Mein Fehler. Muss ich leider eingestehen. Komm, nee. Auch immer der Anfang ist so nervig, ne? Immer dieses Rumgepixel, ey. Himmel, Arsch und Zwirn, ey. Das ist halt immer so von wegen, ich will ja jetzt sofort wieder die gleiche Stelle probieren und dann, ne, ist die Sorgfalt dann durchaus, ja, nicht das Gelbe vom Ei. So. Hui! Okay, das war unglücklich. Da hätte ich natürlich warten können. Natürlich. Aber da mache ich von meinem Gewohnheitsrecht Gebrauch, ne? Und sag, normalerweise klappt das, wenn ich dazu mache. So. Komm. Auf ein neues! Habe ich schon ein Part verschwendet mit diesem Level? Höchstwahrscheinlich ja. Gucken wir mal auf kurz. Ja, müsste ziemlich genau jetzt der Part gleich zu Ende sein. Hui! Oh, schnell rein, bevor die Pflanze rauskommt. Also der Weg, der beginnt zumindest schon mal richtig, so behaupte ich. Und das sieht auch gut aus hier, weil dann komme ich nämlich in den anderen Bereich. Da kennt ihr ja auch schon alles auswendig. Ah, komm, baby. So. Ich hoffe, er kommt nicht mehr viel danach, ey. Ich begreife nicht, was ich hier tun soll. Ernsthaft. Es ist zu kurzen. Hui. So. Okay. Ansonsten am 20., ne? Seht ihr dann zwar jetzt nicht mehr. Dann kommt am Montag, weil... da hat die Shen Geburtstag. Also die Taina Lanier. Man kennt sie aus meinen Streams und so, ne? Dran denken. Nachträglich gratulieren, wenn ihr diesen Part hier seht. Bitte. Fick dich, Alter. Weil ich schätze mal, wenn ihr diesen Part hier seht, haben wir wahrscheinlich auch schon ihren Geburtstag gefeiert. Machen wir mal bei mir. Hui!
Wahrscheinlich war ich sehr betrunken. Okay, da ist auf jeden Fall nichts oben. Was muss ich hier tun, verflucht? Ich raff's noch nicht so, wirklich nicht so ganz. Irgendwo hier ist ein lustiger Felsblock. Also kein Felsblock, aber... Ich raff's nicht, wirklich nicht. Hui! Da ist er doch! Ja! Wie soll ich den ganzen Scheiß da ausweichen? Guck dich aber bitte an! Ja, ich finde den Weg nicht. Das ist, kacke. Ich habe das Level schon mal geschafft. Also das Schloss. Da bin ich mir absolut sicher. Weil ich war schon mal in den Buchstabenwelten. Hui! Da rein, na. Und Wasser! Wasser! Da komme ich auch nicht wieder rein. Weil so auch so meine... mein potenzieller Plan, dass das vielleicht funktionieren könnte. Aber, nein. Da muss ich mich selbst enttäuschen. Ups. Ich will jetzt keinen Schluckauf bei der Aufnahme bekommen. Das wäre echt scheiße. Kann ich hier vielleicht einfach links laufen? Nein, natürlich nicht. War gerade ein Pöp-Pöp? Ich hab's nicht gehört, ernsthaft. Muss doch mal vielleicht gleich mal ein bisschen lauter machen oder einfach mal die Fresse halten. Oh mein Gott. Hallo Quali. Oh mein Gott. Qualitativ. Ah, lustig, nicht wahr? Was kann ich hier mit tun? Okay, vielleicht müssen wir einfach unten lang. Nein! Warum nicht? Oder muss ich einfach... das wäre natürlich... doch nochmal eine Option, dass ich einfach da unten lang laufe. Weil vielleicht sagt er sich, du darfst nicht springen, Dennis, weil das geht nicht. Dann machen wir einmal den hier. So, pass auf. Und jetzt einmal. Bitte funktionieren, bitte funktionieren. Ha! 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 Scheiße! Man muss da tatsächlich drüber laufen. Schaut, was ist das denn? Was ist das hier? Ey, ne! Vergiss es! Du bist doch bescheuert, ey! Hui! Den hätte man zählen lassen können. Sorry. Aber wir wissen, wie es weitergeht. Oh mein Gott! Ich bin ganz aufgeregt. Das ist aber fies, ne? Also, ich meine, okay, es gab eigentlich nur zwei Optionen, aber ich habe die untere Option gar nicht als Option gesehen, sondern einfach nur als alternativen Weg. Ne? Natürlich ist in diesem Fall ein alternativer Weg eine Option. Egal. Hauptsache, wir haben es jetzt geschafft nach einem Part. Also, einen Weg zu finden. Nicht das Level. Ah, komm, Baby. Komm, Baby. Yo, Baby, yo, Baby, yo. Go, Ninja, go, Ninja, go. So.